Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe des Sat.1 Frühstücksfernsehens. Wir haben es genannt Guten Morgen mit Sat.1 und das hat seinen guten Grund. Wir wollen ganz gern, dass wir mit Ihnen sechsmal in der Woche in den Tag hineingehen. Und zwar sechsmal von 6 Uhr bis 9 Uhr an jedem Morgen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit und Rita Werner, die für das Wetter zuständig ist. Rita, wie sieht's denn aus heute? Es besteht ein Grund zum Optimismus. Es wird sonnig und freundlich. So, dann bin ich gespannt, was der Hans-Hermann Gockel zu sagen hat. Denn der wird zuständig sein für die Nachrichten, für die Schlagzeilen und für die Presseschau. Hans-Hermann. Ja, schönen guten Morgen zunächst einmal. Der Tag ist ja noch so jung, aber die Ticker der Nachrichtenagenturen arbeiten bereits auf Hochtouren aus der Fülle des Materials. Zunächst einmal zwei Informationen. Helmut Kohl sorgt sich um die Rente für die heutige Jugend. Das sagt er übrigens in einem Interview mit Sat.1. Und aus Hessen gibt es eine neue Warnung vor Pfahlmuscheln. Das war's zunächst einmal. Die nächsten Nachrichten in einem Überblick um 6.15 Uhr. So, meine Damen und Herren. Sechs Uhr und ganz genau 6 Minuten, meine Damen und Herren. So, wenn Sie mich jetzt fragen, aber Sie fragen mich wahrscheinlich nicht, ob ich ausgeschlafen habe, ich würde dann glatt antworten, habe ich nicht. Ist ja auch kein Wunder. Um 4 Uhr musste ich aufstehen, ich sage bewusst musste, und dann war ich um 5 Uhr im Studio und jetzt aber sind wir mit der gesamten Mannschaft so schön in Stimmung, so schön in Form, dass wir optimistisch genug sind, Sie so ein bisschen davon anzustecken. Ich will Ihnen mal sagen, was wir in den nächsten gut 3 Stunden vorhaben. Nachrichten, Wetterbericht, Presseschau, das sind die Punkte, die immer wiederkehren, alle halbe Stunde. Wetter ist bestimmt ein Punkt, der für Sie sehr, sehr interessant ist. Musik gibt es natürlich fortlaufend bis 9 Uhr. Wir haben Studiogäste. So, liebe Zuschauer, die Sie jetzt zurzeit Zuhörer sind, weil Sie gerade im Badezimmer stehen und sich schminken oder sich kämmen, Haarspray ins Haar sprühen oder was auch immer tun, ich sage Ihnen die Zeit, 6 Uhr, 11 Minuten und ganz genau 37 Sekunden. Bleiben Sie gleich da, singen Sie weiter. So, also diese Fitnessübung am frühen Morgen. Wir kommen nachher auch zu Fitnessübungen. Jetzt haben wir es aber 6 Uhr und 15 Minuten und das ist die Zeit für unsere Schlagzeilen mit Hans-Hermann Gockel. Guten Morgen. Die Regierung von Nicaragua hat in der vergangenen Nacht einen einseitigen Waffenstillstand angekündigt. Er ist auf den Norden des Landes beschränkt. Der Waffenstillstand gegen die von den USA unterstützten Contra-Rebellen soll 4 Wochen gelten. Bundeskanzler Helmut Kohl macht sich Sorgen um die Renten für die Jugend von heute. In einem Sat.1-Interview nannte er es als eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre, dafür zu sorgen, dass die Jungen von heute auch im Alter versorgt sind. Das Interview sehen Sie noch in dieser Sendung. Hatte sie zu einem offiziellen Besuch eingeladen. Und nun zum Fußball-Europapokal. Erste Runde Rückspiele. Jetzt sollte eigentlich für Sie ein Service kommen, eine kleine Grafik. Sofia gegen Bayern München 0:1, Hinspiel 0:4. Bayern München also in der nächsten Runde. Pokalsieger Hamburg gegen Beggen 3:0, Hinspiel 5:0. Auch der HSV ist eine Runde weiter. UEFA-Pokal Bremen gegen Mjöndalen 0:1, Hinspiel 5:0. Bremen weiter. Barcelona gegen Mönchengladbach 4:1, Hinspiel 2:1, Gladbach damit leider draußen. Und noch einmal die Ergebnisse vom Dienstag. Leverkusen gegen Wien 5:1 und Dortmund gegen Glasgow 2:0. Leverkusen und Dortmund weiter. Von allen deutschen Mannschaften ist lediglich Borussia Mönchengladbach auf der Strecke geblieben. Und damit weiter zum Wetter mit Rita. Guten Morgen, guten Morgen. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, es besteht ein Grund zum Optimismus. Allerdings wollen wir erst mal sehen, wie es heute ist. Und zwar in Hamburg 4 Grad, in Berlin 4 Grad, in Köln-Bonn 5 Grad, in Frankfurt 3 Grad, in Nürnberg 4 Grad, Stuttgart 5 Grad und München 1 Grad. In Österreich liegen die Werte heute bei 5 Grad, in Wien, Linz 4 Grad, Innsbruck 1 Grad
und Klagenfurt nur knapp über 0. Aber viel wichtiger ist es, wie es im Laufe des Tages wird, und da kann ich auch Ihnen wieder Hoffnung machen. In der Bundesrepublik wird es heute Morgen allerdings noch dichten Nebel geben, der wird sich im Laufe des Tages auflösen, die Sonne kommt durch, es wird richtig freundlich und Gott sei Dank niederschlagsfrei. Die Werte liegen heute hier im Norden bei 12 Grad und im Süden bei 17 Grad. In Österreich liegt allerdings in den Tallagen dichter Nebel, der wird sich auch nur schwer und zögerlich auflösen. Aber auch hier wird es richtig schön sonnig und freundlich. Die Bergsicht bleibt frei, Sie können also den Tag vielleicht heute richtig genießen. Und die Werte liegen hier im Norden bei zwischen 13 und 18 Grad und im Süden bei 21 Grad. Vielleicht wollen Sie die nächste Gelegenheit ein bisschen dafür nutzen, frühmorgendliche Gymnastik zu machen. Es kommt Madonna mit True Blue. So, 6 Uhr und 23 Minuten haben wir es jetzt. Ich musste so ein bisschen um die Ecke schielen, um die Uhr zu erkennen. Ich habe das gute Gefühl, liebe Zuschauer, wie das Wetter auch wird mit der Rita und dem Wetterbericht in Sat.1 wird es immer schön. Davon gehe ich mal aus. So, wir wollen Ihnen jetzt mal ganz kurz sagen, oder ich will Ihnen ganz kurz sagen, was wir in den nächsten gut 25 Minuten im Programm haben. Wir haben Fitness-Tipps. Oder einen Fitness-Tipp. Und wir sprechen über das Frühstück in China. Und das wird sehr, sehr interessant. Meine lieben Damen und Herren, haben Sie heute Morgen schon gegähnt? Ich hoffe, denn Gähnen soll sehr gesund sein und bringt den Kreislauf ein bisschen in Schwung. Wenn Sie noch nicht richtig in Schwung sind, dann wollen wir Ihnen dazu jetzt ein bisschen verhelfen. Oder besser gesagt, ein Gast, den Sie von heute an jeden Tag 14 Tage lang sehen, der Ihnen Fitnesstipps geben wird. Thomas Bubendorfer, 25 Jahre ist er jung und wie ich meine, ein bisschen verrückt. Er ist Extremkletterer. Und was das bedeutet, sehen Sie jetzt in den nächsten 30 Sekunden. Er erklettert den Mönchsberg in Salzburg und zwar während der Salzburger Festspiele. Und ich kann Ihnen sagen, dass Sie richtig sehen, er hat nämlich zwar keine Handschuhe an, aber dafür einen Frack oder einen Smoking. Also schick gekleidet tauchte er dort auf. Und wie gesagt, er klimmt den Mönchsberg. Und ich glaube, so ganz falsch ist es nicht, wenn ich eben gesagt habe, er ist ein bisschen verrückt. Allerdings sympathisch verrückt. Und verrückt muss man wahrscheinlich sein für diese Sportart. Allerdings auch vernünftig, denn so ganz ungefährlich ist das natürlich nicht. Der Thomas Bubendorfer wird Ihnen jetzt aber zeigen, wie Sie sich für den heutigen Tag ein bisschen fit machen können. Ich mache mit. Guten Morgen. Guten Morgen, ich bin Thomas Bubendorfer, das ist die Gabi. Wir werden Ihnen jetzt in den nächsten 14 Tagen Fitnessübungen zeigen. Die erste fangen wir so an, wir gehen auf die Knie und fassen am Rücken ganz locker die Hände so zusammen. Diese Stellung halten wir circa eine Minute lang aus und wir passen dabei auf, dass der Rücken gerade ist, nicht so ein Hohlkreuz, wie es die Gabi gerade gehabt hat. Also das Becken durchdrücken und dieser Arm steht senkrecht in die Höhe. Und Sie halten das ruhig so eine Minute lang zusammen und dann gehen wir ganz langsam auseinander. Ja, das ist gar kein Stress, das tut auch nicht weh. Ganz langsam auseinanderziehen, damit sich die Muskeln nicht verspannen. Und noch eine Minute dann in die andere Richtung umgreifen, das wiederhalten eine Minute lang, solange es Ihnen Spaß macht. Und das wäre es dann schon für heute. Viel Spaß und bis morgen. Also Es ist ja glatt gelogen, von wegen tut nicht weh. Also erstens kriege ich die Arme gar nicht erst zusammen und zweitens tut es mir jetzt schon weh und den Arm gerade gekriegt habe ich auch nicht. Aber wir können ja versuchen. Sie haben den ganzen Vormittag Zeit, ich auch, zumindest während der nächsten 3 Stunden, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt erst wieder Musik und zwar den folgenden Titel.
6:50 haben wir es jetzt, meine Damen und Herren. Und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit, sofern Sie gerade beim Frühstück sind. Vielleicht essen Sie ja Brötchen und vielleicht essen Sie diese Brötchen mit Stäbchen. Dann wären Sie sehr, sehr ungewöhnlich. Genauso ungewöhnlich für deutsche Verhältnisse wäre es, wenn Sie heute Morgen Dim Sum zum Frühstück zu sich nehmen würden. Dim Sum ist ein Frühstück, das man in China isst, und zwar seit rund 1000 Jahren. Ich begrüße im Studio Herrn Choi. Guten Morgen, Herr Choi. Guten Morgen. Und Herrn Kwong. Guten Morgen, Herr Kwong. Guten Morgen. Herr Choi und Herr Kwong sind die Inhaber des einzigen Restaurants in Hamburg, das Dim Sum, also das Traditionsfrühstück, anbietet. So, nun habe ich heute also, meine Damen und Herren, am chinesischen Nationalfeiertag zum ersten Mal ein Stück chinesisches Frühstück zu mir genommen. Wenn das aber der Fall ist, dann kann das durchaus am Wetter liegen. Sat 1 ist der erste deutsche Fernsehsender, der von heute an jeden Tag zweimal ein Bio-Wetter für Sie bringt. Und zwar die Rita. Bitteschön. Tja, wie sieht es heute aus mit Ihrer Wetterfühligkeit? Ich kann Sie wirklich wieder vertrösten, da wir auch heute einen sehr, sehr schönen Tag haben. Es ist leicht frisch und angenehm. Die Sonne kommt, wie gesagt, raus. Insofern die beste Situation für Ihre Gesundheit. Nutzen Sie diesen Tag, vielleicht auch diesen Morgen. Machen Sie vielleicht einen Dauerlauf oder Jogging im Park, damit Sie so richtig auf Trab kommen. Und das war eigentlich alles, was ich zu dem Bio-Wetter sagen kann. Es sieht nämlich wirklich toll aus. So, und wir machen jetzt wieder Musik. Ja. Immer an, meine Damen und Herren und liebe Kinder, Sie und ihr habt ihn erkannt. Es war Michael Douglas, der da in diesem Videoclip mitgespielt hat und nur deswegen, weil er gerade nebenan in einem anderen Studio gedreht hat, einen Film. Apropos Film, wir wollen Sie natürlich nicht nur darauf hinweisen, dass Sie bei uns abends im Programm in Sat 1 sehen können, sondern auch von Zeit zu Zeit Kinotipps geben. Und zu einem dieser Kinotipps wollen wir jetzt kommen, und zwar zu über dieses Thema wollen wir sprechen. Gast bei mir im Studio ist die Diplompsychologin Frau Sibylle Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Guten Morgen. Frau Weber, es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten So, meine Damen und Herren, wir haben es jetzt 8:55, also 9:05. Ein bisschen Musik haben wir noch, verabschieden wollen wir uns auch noch. Aber zuallererst möchte ich Sie natürlich darauf hinweisen, was wir morgen von 6 bis 9 im Frühstücksfernsehen haben. Wir haben Studiogäste, zum Beispiel So, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie alle haben gute Laune. Wenn dem so ist, dann haben wir vielleicht ein bisschen was dazu beitragen können. Wir danken Ihnen allen herzlich fürs Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit. Und dieser Dank geht natürlich auch an die lieben, netten Kolleginnen und Kollegen von ARD, ZDF, RTL Plus, die uns heute Morgen natürlich auch gesehen haben, um zu gucken, wie machen die denn das bei Sat 1. Ich hoffe, auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat es Spaß gemacht, sodass auch Sie morgen früh wieder von 6 bis 9 Uhr dabei sind. Uns hat ein sehr sympathischer Anruf erreicht, und zwar aus Bochum. Sat 1 hat Geburtstag heute. Es gratulieren recht viel liebe, nette Leute. Drum möchte auch ich heute gratulieren. Es ist ein Fest zum Jubilieren. Und dieses Gedicht kommt von Frau Maria Drehnhaus, auch aus Bochum. Viele andere Anrufe gab es ebenfalls. Ich danke ganz herzlich Sibylle Wagner für den Besuch im Studio, Manuela und James Garvey, die vorhin Studiogäste waren. Ich bedanke mich bei Herrn Kwong und Herrn Choi für ihren Besuch und bei Rita und Hans Hermann. Wir wünschen Ihnen einen fröhlichen Tag. Bis morgen früh, 6 Uhr. Tschüss. Tschüss. Bis heute.